Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Dänemark vor Regierungswechsel. Bei der Parlamentswahl wurden die Sozialdemokraten mit ihrer Spitzenkandidatin Frederiksen stärkste Kraft. Sie erhielten knapp 26%. Die bislang regierende rechtsliberale Partei von Ministerpräsident Løkke Rasmussen kam auf 23%. Er räumte noch am Abend die Niederlage ein. Gedenken an den D-Day in der Normandie. Frankreichs Präsident Macron und die britische Premierministerin May legten in der Gemeinde Verdun-Mer symbolisch den Grundstein für ein Mahnmal für die britischen Gefallenen. Anschließend findet auf einem nahegelegenen US-Militärfriedhof die zentrale Gedenkfeier statt. Vorstand der Bremer Grünen für Verhandlungen mit SPD und Linkspartei. Bei den Sondierungen habe sich herausgestellt, dass eine Einigung möglich sei. Ein Landesparteitag soll heute die Entscheidung billigen. Die Grünen waren bei der Bürgerschaftswahl drittstärkste Kraft hinter CDU und SPD geworden. Fusion überraschend geplatzt. Fiat Chrysler hat das Angebot für einen Zusammenschluss mit dem französischen Konkurrenten Renault zurückgezogen. In Frankreich seien die politischen Voraussetzungen derzeit nicht gegeben, hieß es. Regierungsvertreter hatten zuvor eine Verschiebung der Gespräche beantragt. Prozess gegen ehemaligen Krankenpfleger Högel. In Oldenburg wird am Morgen das Urteil erwartet. Zwischen 2000 und 2005 soll Högel laut Anklage 36 Patienten in Oldenburg und 64 in Delmenhorst vergiftet haben. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft. Wegen weiterer Taten verbüßt Högel bereits eine lebenslange Haftstrafe. Das Wetter, vor allem im Osten und im Norden, kräftige Schauer und Gewitter, besonders östlich der Elbe mit Unwetterpotenzial, sonst teils Sonne, teils Wolken und nur örtlich Schauer. 15 bis 30 Grad.